Verstorbener Müll. Ich weiß zwar nicht, wie man da... Hast du mich also erwischt? Also Justin. Penner-Eintopf. Nehme ich mit. Ich will zwar jetzt nicht sagen, aber kann sein, dass du draußen wieder Probleme hast. Ich doch nicht. Nein, du nicht. Ich war eben schon auf Kuschelkurs mit dieser einen Dame. Da draußen ist da noch irgendwo einer, der irgendwo rein will. Wenn es so dunkel wäre, würde ich mich nicht so einscheißen. Ich will zwar jetzt nichts sagen, aber ich hab, das Höschen habe ich mir noch nicht gemacht, aber es hat mir viel gefehlt. Drei Zugis im Chat, gefällt das? Und fünf Justins. Oh je. Da müsste es doch bezüglich der Dunkelheit schon trainiert sein wegen The Forest. In diesem Spiel hast du gefühlt nicht, hast du gefühlt Night Vision. Ja, im Vergleich zu The Forest schon, ja. Du eigentlich XP, wenn du mich killst? Nee. Schade. Ja, ist wenigstens ein Zielkreuz, wo du zielen kannst. Oh, ihr habt natürlich jetzt keinen. Yay, ein Knochen. Bier und trübes Wasser. Das ist doch schon mal gut. In der Zombie-Apokalypse, das erste, was du brauchst, ein Bier. Ja, immer. Bier und trübes Wasser. Auf jeden Fall. So eine richtige, schöne, leckere Drecksplörre. Ich will zwar nichts sagen, aber ich will es mal probieren. Ah, da täuschst du dich. Okay, okay. Das war nur mein explodierender Durchfall. Oh. Hab da was Großes gehört, Mami. Was ist denn da los? Was ist auch wieder jemand? Ach, Dicker. Genug Ausdauer. Ich
Hält aber viel aus. Du, ich hab gehört, du willst mitspielen. Alter, hat der viel EP gegeben. Dieses fette Schwein. Immer noch leicht überladen. Ja, das bin ich auch die ganze Zeit. Natürlich nicht. Ich kann ja noch nichts herstellen, ne? Ich hab die Rohrbomben verbraucht. Komm aber auch nicht mehr hoch. Doch, jetzt. Oh, leck mir doch die Rosette wund, ey. Ich will zwar nichts sagen. Ich habe was Leckeres gefunden. Ja. Draußen hörst du doch schon wieder. Ja. Gut. Kann man mal machen. Ja. Ja. War ja Knochenfeder, das ist auch gut. Ich will zwar nichts sagen, aber alle Nahkampfwaffen und Werkzeuge, zusätzliche Chance, Opfer zu betäuben und zu verlangsamen. Kann ich da irgendwas verändern? Nein. Rommelmagazin-Mod. Große Trommel verdoppelt die Munitionskapazität eines Maschinengewehrs und lässt sich aber weniger nachladen.
Aber was ist denn da draußen schon wieder los? Muss Mutti erst rauskommen oder was? Jungs. Hm? Steht er am Schrank? Ich will zwar nicht sagen, aber ich tausche meinen Speer gerade ein. Aha. So, komm mal jetzt, Onkel hier. Der Mutter ist die ganze Zeit so langsam, war, wenn ich voll YouTube die ganze Zeit im Kriechen rumgelaufen bin. So, jetzt erstmal heim. Mutti ist voll. So. Ich freue mich. Ist doch keine Pfeile, Häschen, aber ganz genau. Es läuft in die Kirche, als wenn es da sicher wäre. Für die Magazinkapazität kann ich vielleicht auf die Knarre stecken. Das esse ich mal. Ich will zwar jetzt nichts sagen, aber... Ich werde mal ein Glas Honig nehmen. Ach, das... Was haben wir denn hier? Ja, und Lagerfeuer. Lagerfeuer, dafür brauche ich eigentlich nur Steinchen. Wo habe ich die denn hingelegt? Da sind bestimmt irgendwo Steine. Da. Ja, die Steinachse nehme ich mal mit für den Fall, dass ich nichts zum Reparieren habe. Können wir doch schon mal ein bisschen was. Ölschiefer, ich nehme mal Kohle mit. Fleisch nehme ich mal mit. Trübes Wasser nehme ich mal mit. Fernkampfschaden brauche ich jetzt nicht zwingend. Alteisenhandschuhe. Trage ich mal. Oder wollen wir erst sammeln? Muss man nicht sammeln unbedingt. Kann ich machen. Okay. Ein Kochgrill nehme ich mal mit. Ein Topf. Dann rüste ich nämlich mal den ganzen Kram schon mal aus. Oh ja. Pfeile muss ich mir erstmal machen. Muss mir dringend Pfeile und so ein Shit machen. Gekohltes Wildbret.
Brennstoff. Gegrilltes Fleisch. Ja, für geholtes Wildbret ist das nicht so super. So, 12-mal Holz und Nägel. Keine Ahnung, ob das so eine gute Idee ist, aber jeden Shit zu tragen, den ich finde. Ja, kommt immer drauf an, wie du spielst. Ja, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. So, was haben wir denn hier? Tributstärke. Noch nicht. So, was haben wir denn hier? Kiste. Erstmal die Bank weg. Brauchen wir nicht mehr. Ich würde dann sogar sowas so machen, dass ich eher so Richtung Abbauen gehe. Kannst du machen, ja. Kein Holz, ernsthaft. Ja, komm, ist egal. Ist nicht so tragisch. Dann würde ich mir sagen, bauen wir die ganzen Kranen schon mal richtig. Suchen, abschließen, bearbeiten, Code eingeben. Kann ich das nicht mitnehmen? Nee, die nicht, nein. Ach, schade. Bedeutet, muss ich mir halt gut überlegen, was ich mache. Ja, genau. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall mal irgendwie erstmal Holz. Um ein bisschen was zu bauen hier. Ich werde nicht darum hinauskommen, den sexuellen Tyrannosaurus zu skillen. Ne. Und die Stärke, weil meine Ausdauer halt echt im Arsch ist. So, wollen wir mal gucken. 9mm Munition nehme ich mal mit. Wir haben schon was für Essen, wir haben schon was für Getränke. Das ist gut. So, lass mich mal ganz kurz gucken, ob ich hier irgendwo was finde. Nö. Gut.
Kann ich den Kram nämlich schon mal umverteilen. Das sieht doch ganz gut aus. Das sollte ich jetzt erstmal nur zum Reparieren benutzen. 20 Schuss in der Kiste. So, reparieren, dafür fehlt mir ein Reparaturkit. So, ich brauche aber noch Steine. Ich mal mit. Das ist Munition. Steine habe ich eigentlich auch. Haben wir noch Knochen? Müssten wir noch haben, ja. Ich finde jetzt keine aktuell. Also ich sehe in der Kiste 150 Knochen bei dir. Wo? Ich bin blöd gerade. In der ersten Kiste links oben, zweite Reihe. Da, okay. Gut, dann haben wir das schon nochmal. Gut. Das kann ich mal reparieren. Pfeile. Erstmal ein bisschen Steinfall-Muni. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir brauchen. Auf jeden Fall was zu essen, was zu trinken. So, Getränke haben wir schon mal ein bisschen was. Esel und Tyrannosaurus werde ich machen müssen zuerst, weil das echt nervig ist. Wenn ich jetzt komplett auf standhaft schon gehe, dann ja. Was hast du gemacht noch so gestreamt, nachdem ich... Hogwarts Legacy habe ich gestreamt. Habe ich noch ein paar Stündchen gemacht. Also nichts, was dich interessiert. Ich bin von dem Spiel echt überrascht, wenn du mal bedenkst, dass du eigentlich nur Scheiße gewohnt bist. Von den neuen Spielen. Wollen wir vielleicht irgendwie Dingsbums machen? Quests? Kann man dann gleich machen, klar. Gut. Denk dran, wir müssen uns auch auf den Blutmond so ein bisschen vorbereiten, ne? Ja. Bogenschießen Band 5 habe ich gefunden. Das ist gut für dich. Ja, aber das habe ich schon. Aber dann nehme ich's. Gut.
Wie hat dir das Spiel eigentlich gestern gefallen? Hogwarts. Ich finde es ganz interessant. Muss ich auch sagen, mir gefällt das Spiel sehr eigentlich. Ich habe aber Schlechtes erwartet. Und ich kann mit denen normalerweise mit den ganzen Sachen nichts anfangen. Kann sein, dass du hier in dem Haus schon gewesen bist. Ich bin noch drin, ja. Gut, dann muss ich da nicht hin. So, dann bin ich mal am gucken, ob ich noch irgendwas umbaue. Oder ob ich... Du hast wahrscheinlich auch alle Häuser in der Nähe schon abgegrast, ne? Nur in zwei Häusern war ich gerade drin. In zwei Häusern, in welchem genau? Links neben der Kirche und in diesem Holzding, ne? Ja, genau. Okay. In den interessantesten Häusern war der schon, dieser Halunke. Was brauche ich denn für Steinpfeile? Federn brauche ich schon wieder. Dann gehe ich mal in den Kock. Benzin, Benzin, Benzin. Komm, ist mir jetzt auch zu viel. Auch 4 Kugeln mit der Knarre. Das ist gut. Das ist okay. Und 3 Schuss mit dem Pfeil. Ich hinterfrag das nicht, okay? Nein, nein. Stimmt, hier kann man ja nur Ölschiefer und so einen Scheiß kriegen. Okay, gut. Obwohl, was auch cool wäre, wenn man hier irgendwas lagern könnte. Dann haben wir nämlich einen riesen Fass oder so. Einfach mal so ein ganz großes Lager. Ohne dass wir alles hier an die Kirche klocken müssen. Wann holst denn du dir das Spiel, Justin? Ich weiß gar nicht, wie teuer das gerade ist. Boah, also letztes Mal, wo ich geguckt habe, war es, glaube ich, für 4, zwischen 3 und 4 Euro, 5 Euro. Günstiger als The Forest? Ja. Und ich habe das Gefühl, dass das Spiel durchaus was macht. Habe ich denn eigentlich schon wieder irgendeinen Skillpunkt? Nee, ne? Wen haben wir denn da? Hallo Mutti! So, auf Instagram für 5 Euro. Moga.
7 Days to Die. Ja, Moga. Alter, die haben das auf 48% runtergesetzt. Mhm. Steam Geschenki. Boah, 5 Euro nur. Ja. Also ich will jetzt nichts sagen, Justin, aber es ist durchaus eine Überlegung wert. Gehe ich mal hier in das Gebiet. Weißt du, wo man richtig viel Fleisch finden kann? Richtig viel verrottendes Fleisch. Ne, das ist unerschrecklich. Im Dingsbumsgebiet. Im Feuergebiet. Habe ich mitbekommen. Warum haue ich mich eigentlich... Was noch? Dadurch. Oh, das lasse ich mal liegen. Natürlich, ich suche mir natürlich das Haus aus, was am unspektakulärsten ist. Ich glaube, wir sollten mal gemeinsam zum Händler gehen. Ja, draußen läuft da schon wieder jemand rum. Na, du Mumie. So, wer kommt hier wieder? Next one. Ich habe meine Liebe zu einem Hammer entdeckt. Ich hoffe, das stört dich jetzt nicht. Dass ich dein Alleinstellungsmerkmal erstmal ein bisschen... Wenigstens habe ich meine erste Infektion überlebt. Das ist gut. Wie, nur eine Kiste? Ein Pilz. Okay. Ich habe so das Gefühl, dass es gar nicht so tragisch ist. Und wenn man Packesel nicht wirklich benutzt. You know. Weil man hat ja nicht wirklich extrem viel... Nachteile. Wenn man ein bisschen überladen ist. Oh, so große. Ich will mal was gucken. Oh, schade. Ich dachte, ich könnte die Pflanzenkübel hier abbauen und krieg dann die Beete raus. Ja. Das wäre schön. Aber nein. Sag Bescheid, wenn du irgendwas machst, ne? Oh, wir können morgen nichts machen. Heute lebt es nicht mehr. Wir können was? Mission machen morgen. Können wir machen, ja. Warum geht's heute nicht mehr? Schaffen wir es nicht mehr rechtzeitig zum Händler, theoretisch?
Also hinfahren, aber zurück nicht mehr. Ja gut, das ist ja nicht so tragisch. Dann macht er auf, geben wir das Ding ab, machen direkt die nächste. Ja, stimmt auch wieder. Aber wir müssen erstmal was zu essen finden, so richtig. Oder was meinst du? Ja, wir müssen erstmal was zu essen finden. Warte mal. Kochzutaten habe ich doch schon. Das bedeutet, ich muss noch das wegbringen. Warte, warte, warte mal. Du bist hier zu schnell weggelaufen. Ich hab da noch was ich für dich. Ich geh noch hier. Da hast du was. Ich hab das nämlich schon. Nimm dir noch was zu trinken mit, ne? Ja, mach ich. Wenn du in der Kirche reinkommst, direkt links ist Dingsbums. Was zu trinken. Selbstgebauter Stab. Habe ich denn? Tiefe Schnittwunde. Das ist zwar schön, aber ich... Hä? Einfacher Verband. Ja, habe ich doch benutzt. Kann das zurzeit nicht verwenden. Das verstehe ich jetzt nicht. Ist das ein Bug? Die braucht eine Weile anscheinend. Eine tiefe Schnittwunde kann nur von einem Verbandskasten oder einem Nähset richtig behandelt werden. Aber ein einfacher Verband wird das Bluten stoppen. Okay. Verstehe. Wie du aussiehst. So, dann lass uns mal schnell zum Händler gehen. Weil wir wissen, wo der ist. Der müsste eigentlich da hinten sein. Ich habe da mal einen schnellen Wegpunkt hingesetzt. Ich weiß nicht, ob du den siehst. Nee, aber ich dachte auch, dass er da ist irgendwo. Was ist denn hier links? Auch eine Kirche? Haben wir hier zwei Kirchen oder was? Ja. Lol. Dann können wir das eine ja wirklich zu einem Garten umbauen. Habe ich so das Gefühl. Ich bin nicht so schnell. Ja, also erstmal was trinken. Ja, die hat ja bis 21 Uhr offen. Naja. Ob es Sinn macht, wenn wir zwei Quests annehmen und beide teilen, oder kann ich nur... Oder kann ich keine zweite Quest annehmen, wenn du eine angenommen hast? Das weiß ich selbst nicht. Ja, mal probieren. If I had a duke for every time someone was just looking, you're looking kind of rough. I'd be as rich as Trader Joel. We always need someone to do it. Beseitige Zombies. I have a protection payment coming up soon. Gut, okay. So, jetzt will ich mal was gucken. Warte mal, wo war das hier? Säubern. Quest akzeptieren. Wie kann ich die denn teilen? Du hast Quest Stufe 1 geteilt. Genau. Und jetzt musst du das auch nochmal machen. Gucken. Hab ich. Super, gut. Oh, dann geht das. Wow. So, meine sind 300 Kilometer weg und deine sind... 450. Ja, dann gehen wir erstmal dahin, wo du uns hinbringst. Ja, das ist jetzt die Frage, Leute. Wollt ihr, dass ich mit dem Kai hier zusammen rumlaufe oder meint ihr, jeder soll für sich irgendwas machen? Wenn du wenigstens einen ordentlichen Rechner hättest, dann könnten wir es nämlich so machen, dass du zum Beispiel eine Bildschirmübertragung machst bei mir und ich dir hier bei mir einen Stream anbaue. Aber ich glaube, dass... Nee, warte mal, hast du eine 1050 oder hast du eine 1030? 1050. Ich glaube, dein Prozessor ist ein bisschen langsam, ne? Mhm, genau.
Wollen wir erst Loon oder gleich starten? Wir haben nicht so viel Platz. Lass gleich starten, komm. Ist ja nicht so, als wenn es Loot-Probleme gibt. Ich hoffe, du bist nicht sauer, dass ich einen Level 2er Stahlhelm, Eisenbohrschlaghammer habe. Nein, du. Guck mal, ob ich den alten Stuhl mitnehmen kann, soll, will. Renn mal nicht so schnell vor. Ach Mutti, was hast du hier in der Werkstatt zu suchen? Lass mich da hoch. So. Passt. Warte, lass mich zuhauen. Okay. Ich habe eine Level 3er Feuerwehraxt. Ich denke mal, das geht ein bisschen schneller. Ja. Yeah. Meine Ausdauer ist nicht ganz so toll. Och, komm schon, wirklich. Das Spiel mal eine Grafikkarte komplett ausnutzen. So extrem voll ist die jetzt auch wieder nicht. Ich kann wieder Pfeile herstellen. So viele Zombies kann es doch hier gar nicht geben. Die sind alle schon tot. Achso. Hier ist noch eine Waffenkiste. Oh, Schrotflintenteile. Die Quest ist fertig. Von deiner Seite ja. Ist die Quest fertig. Okay, dann. Würde ich sagen. Die wollten nur freundlich Hallo sagen und mit. Alter, wie du läufst mit dem Hammer. Wow. Da mal bin ich noch zu. Blöden leckendes Reh zu kriegen oder was? Wisst ihr jetzt, warum ich keine Shooter spiele? Keine Ahnung, was du da drin machst, aber. Ist da oben irgendwas? Nee. Das war knapp. Ich habe gedacht, jetzt breche ich mir was. Na, dachte ich auch. So, warte mal, lass ich mal überlegen. Rede mit dem Händler. Nein, ich muss erstmal was anderes machen. Oder willst du uns führen? Ja, auch deine Quest mal. Ja, warte. So.
Warum kann ich denn jetzt nicht das Ding aktivieren? Du musst auf den Kompass oben gehen. Ah, jetzt. Okay. Lass uns erstmal nach Hause gehen. Ich habe volles Inventar. Wie sieht's bei dir aus? Halb voll. Ja, dann lass erstmal heim. Ich bin jetzt schon mit drei Sachen überladen. Die ersten Punkte gingen echt. Blödes Rotzvieh! Drecksköter! Erst heim, einfach heim. Ich will nur meine Sachen lagern.